Ja, moin Leute, Abos auf Trocken, sag meine Freunde, mit einem weiteren Video. Wir sind heute unterwegs. Wir sind heute wieder back und sneaken heute was Leckeres zum... Zum Naschen auf jeden Fall. Wir haben heute Vegan vs. Fleischi Maischi. Da bin ich mal echt gespannt, weil ich habe hier heute wirklich super top Locations ausgesucht. Einfach vegan gegen Fleisch, Digga? Genau, also aber... bist du eher der Veganer-Boy oder Fleisch-Boy? Beides. Bruder, ich bin nur Fleisch. Ich wünsche, ich wäre Veganer, aber ich freue mich auf das leckere Steak. Steak? Also wir sind jetzt erstmal beim Veganer, mein Kleiner. Okay. Wir haben hier heute, ich habe hier wirklich top Location mit top Bewertung ausgesucht. Fleischtechnisch musst du was auch empfehlen, weil da bin ich jetzt nicht so ein Experte. Ja. Dann würde ich sagen, Freunde, seid am Start, Freunde. Leo Mascher, Apo RED, let's go. Boah, Leute, ne? Also ich muss schon sagen, erstmal übertrieben schnell geliefert. Ne? Wir haben hier wirklich Vielfalt des Geraums. Das sieht krass aus. Ich weiß nicht, was ist, Digga. Ich habe einfach mal Red bestellen lassen. Genau. Ich lasse mich überraschen. Was ist das denn jetzt? Also, du meinst Fruchtig. Ich habe jetzt irgendwas Fruchtiges bestellt, Digga. Mhm. Kann man machen? Lass mal einmal probieren. Naturell, hier. Sehr natürlich. Boah, Zucker. Sehr naturell, oder? Das ist, glaube ich, Mango auf Ernst. Ja, Mango, oder? Das ist sehr, sehr, sehr. Geil. Guck mal hier, Leute. Schadstoffe. Apo RED mit den vietnamesischen Latte Macchiato. Latte Macchiato, Caffeinate. Caffeinate, also der kommt sehr gefährlich. Und man sagt ja, das Auge ist mit, ne? Also 10 von 10 von Optik. Bruder, ne? Aber ganz brutal 10 von 10. Und wie gesagt, Junge, das sieht besser aus als wie bei KFC. Was sind das denn hier? Crispies? Boah, ich muss eigentlich jetzt, Leute, ich muss ja eigentlich eine Story machen. Also bevor wir hier reinhauen, ne, da muss ich ja leider eine Story machen, weil sieht zu gut aus. Ja. So, Freunde, Story ist gemacht. Leute, ich würde sagen, lass nicht lange schnacken, lass direkt reinhauen. Ich bin mega gespannt. Ich bin auch gespannt, Digga. Das sind so Crispies, ne? Aber es sind Crispies mit, aber du musst schon sagen, was da drin ist. Ich glaube, da drin ist Soja drin. Soja mit Crispy Mispy, die Soße. Aha. Ja. Abnormal brutal. Heftig, ne? Abnormal brutal. Junge, das ist ganz krass. Alter, sowas. Tofu ist das? Tofu? Die Soße, keine Ahnung, Digga, so auf Spicy Micy. Weiß ja nicht so tomatenmäßig, ne? Schmeckt wie Tomatenmark. Tomaten mit ein bisschen spicy, ne? Sehr gefährlich. Ja. Also würdest du schon so essen, ne? Ich schwöre dir, ist mal echt was anderes, Digga. So ein Trip mal in einer anderen Welt, Digga. Boah. Der war schon mal sehr strong. Kameramann, einmal Mund auf. Und, sag mal ehrlich. Kann man machen. Ist krass. Schön krass, ne? Aber von KFC, ja. Aber von KFC, ne? Aber anders, ne? Auf andere Kultur, so. Sauber. Ne? So ganz clean. Okay, das war aber schon so ein bisschen auf ungesunder, so ein bisschen. Ja, war schon ein bisschen. Wegen der Krusty, ne? Fettfingermäßig. Deswegen gehen wir auf full clean, ne? Das ist eine Sommerrolle, kennst du das? Nee. Aber ich habe gehört, diese Blätterdinger, was ist denn dieses Blätterteig hier drumherum? Das macht richtig satt, das stopft richtig den Magen, ne? Bruder, probier mal. Nee. Du kennst auch Frühlingsrollen, ne? Big Mac Soße hier. Du kennst auch Frühlingsrollen. Ja, normal. Das ist eine Sommerrolle. Ne? Also du hast ja diese Ummantelung ist Reis. Das ist so Reispapier. Lecker, ne? Und da drin haben wir schön Salat, Alter. Ne? Ein bisschen Mango, ein bisschen Tofu, ne? Ein bisschen Gurke, ein bisschen hier und da, ne? Ein bisschen den grünen Hasen und dazu noch die Hoisin-Soße. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten damit, ne? Einige machst du mit Garnelen, mit Lachs und Hauhi. Hier aber mit der Tofu-Hase, vegan hier, ne? Das schmeckt schon echt gut, Digga. Ohne Spaß. Diese Hoisin-Soße oder wie heißt das? Hoisin-Soße. Ja, ey, meine Geschmacksnerven haben sowas noch nie gegessen, deswegen, das blühtet echt auf. Die ist lecker, ne? Wir sind noch einmal hier, oder? Hier. Mein Taub, Alter. Warte, Kameramann muss aber auch noch mal wieder. Kameramann. Ja. Ohne Spaß, Digga. Wenn es so weitergeht, überlege ich zweimal Veganer zu werden, Digga. Also diese Hoisin-Soße hat mir echt gefallen, Digga. Ich bin ehrlich? Das sieht so aus wie McDonald's-Sticks da, diese Mortadella-Sticks. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das muss ich jetzt herausfinden. Ich habe ja auf Empfehlung ein paar Sachen geholt. Geil, Digga. Erdnussbuttersoße. Erdnusssoße. Ist schon lecker, ne? Ist schon, warte. Warte. Ja, Junge, mach die Soße wieder. Kameramann. Komm, wie meine Gegenseite. Und? Boah, die Erdnusssoße ist geil. Digga, die Erdnusssoße? Oh ja. Alter, da ist er doch. Geil. Und jetzt nochmal noch ein Stück. Ey, nicht abstechen hier. Digga, Hoisin-Soße, ey.
Junge, du hast komplett gekleckert auf meine Hose, Digga. Oh. Der hat einmal gejist, Digga. Oh. Also da klaue ich mal erstmal direkt, ne? Bei dieser Gelegenheit ist ja immer so ein Getränk. Das schmeckt unnormal lecker, ne? Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich meinen Kaffee gesneakt habe. Okay, okay. Die letzte Runde, Mike. Das was ist ja, ein gutes Ding? Oh, ich habe leider vergessen, wie die heißen. Egal. Das hat mir auf jeden Fall die Kollegin empfohlen. Die meinte, das ist der Bestseller hier, ne? Ja. Das soll hier der Bestseller sein. Ja. Ja. Okay. Ah, Dumpling. Mhm. Ja. Ja. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Super. Das hier? Ja. Super, abnormal lecker. Also abnormal lecker. Was sind das normal jetzt? Diese, ne? Die Dumpling. Ja, die Nummer 16, ein Little ja, Dumpling. Was ist da drin? Können Sie mal den Zuschauern das erklären? Drinnen, wir haben mal ein bisschen Gemüse, Bohnen und Karotte und ich glaube noch etwas. Warum ist das aber so wackelig? Was ist das Zeug? Das ist kein Gelee, das ist so Gelee-artig. Was ist denn das? Teig, ne? Teig. Reisteig? Thai. Reis? Thai. Was ist hier? Das weiß ich nicht. Das ist vietnamesisch. Was meinen Sie? Ja, vietnamesisch. 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 Ich kann das nicht aussprechen. Vietnamesisch. Sag mal kurz, vietnamesisch. Sag mal schnell. Vietnamesisch. 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 Das ist bei gut, ja? Wie gesagt, ja? Das ist abnormal lecker. Das ist Bestseller, habe ich auch gesagt, ja? Ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich überlege zweimal so. Aber er will vielleicht. Essen mal vegan. Ja. Ich überlege. Ey, überleg zu konvertieren, ja? Ich überlege zu konvertieren da. Ja. Ich werde was? Ja. Ich konvertiere zum Veganismus. Ja. Also, ich muss sagen, Digga. Jetzt zum Fazit. Fazit. Sollen wir mal nach Nummern? Wie nummerieren wir? Ich will noch einmal meinen Kaffee probieren und dann. Latte Macchiato? Ja, mein Latte Macchiato war, Digga. Da bin ich mal echt gespannt. Boah, riech mal einmal. Das riecht super. Das ist auch noch mit Soja bestimmt oder sowas, ne? Mm. Boah. Sag mal ehrlich. Digga, probier mal einmal. So ein Schlückchen. Ich trinke keinen Kaffee. Aber so ein bisschen. So. Du weißt doch, wie Kaffee schmeckt. Das ist anders. Das ist anders einfach. Ich trinke keinen Kaffee, Mann. Ekelhaft. Okay, nimm mal die aus der Bewertung jetzt raus. So, komm, wie würdest du jetzt also, das Essen bewerten? Ohne Spaß, Digga. Ein paar Sachen waren übertrieben nice, paar Sachen waren fast übertrieben nice. Ja. Aber ich sag mal so, eine 9 von 10. Eine 9 von 10, Digga? Wirklich, das hat mich sehr überrascht. Ja. Weil ich hatte das Gefühl, Digga, ich werd automatisch gesünder. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ich bin ein gesunder Mensch. Ich glaube, das Gesündeste war auf jeden Fall das hier. Das war so mit Abstand das Gesündeste. Das andere war grenzwertig. Ich würde auch sagen. Ich habe sowas noch nie gegessen, meine Geschmacksnerven. Ja, du bist ja ganz anders. Ja, ein bisschen Burger King, ein bisschen McDonald's, ein bisschen Mixer. Also das, meine Geschmacksnerven sind darauf, mussten erstmal drauf klarkommen. Weil das hat mir so gezeigt, ey, das ist das wahre Leben, Digga. Ich muss konvertieren. Du musst jetzt einmal das Glaubensbekenntnis. Komm, was soll ich sagen? Ich bezeuge, dass es keine andere Essen gibt. Dass es keine Esskultur gibt als der Veganismus. Und ich bezeuge, dass Fleisch. Und ich bezeuge, dass Fleisch. Eine Sünde ist. Ich würde sagen, guck mal, jetzt haben wir das gegessen. Es war nicht zu viel, damit wir noch Platz haben für den Fleischhasen. Du empfiehlst jetzt mal was richtig knackiges, fleischiges. Ja, jetzt muss ich kurz meinen. Ich bin ja jetzt konvertiert. Jetzt muss ich das kurz mal unterbrechen. Ne? Kurz wieder Sünde begehen. Ich zeig dir mal einen geilen Steakladen, Digga. Steakladen, bitte. Ja, einen geilen Steakladen. Okay. Dann lass mal spazieren gehen, dann let's go, oder seht ihr? Let's go, baby. Ah, Digga, was ist denn hier los? Das ist ja das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten, ne? Vorspeise, Knochi, Mochi. Aber sowas sieht geisteskrank aus. Ist kein Schwein, Sparrows, ne? Ist man normalerweise Schweinefleisch, ne? Aber das ist jetzt Rind, Digga. Alles auf Rindi? Echt gespannt, Mann. Digga, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen. Aber warte mal ganz kurz, Digga. Was ist das? Auch Rindertatar? Das ist Rindertatar. Okay, da haben wir Garnelos. Aber davor habe ich ein bisschen Angst. Es ist so rohes Fleisch. Ja, das isst man so. Das ist Rinderkapazio. Ah, nee, Digga. Ah. Boah, ich habe da ein bisschen Angst. Kriegt man eine Krankheit? Nein, Rindercapaccio beim Italiener immer super. Ist gegen meine veganischen Freunde. Schöne Grüße aus Hamburg, aber. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht rohes Fleisch zu essen, Digga. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ein Veganer darf keinen Fisch essen, oder? Nee, darf er nicht. Ja, das ist auch tabu für ihn. Auch keine Milchprodukte? Auch keine Milchprodukte, halt nur aus pflanzlicher Basis, ne? Hafer, Kokos, Hokuspokus, ne? Aber darf man so ein Stück Fleisch im Mund nehmen, so mal? Also nicht das Fleisch, was man verzehren kann, würde ich mal sagen, ne? Wir haben ja auf jeden Fall auch Knoblauchbrot, das kommt natürlich sehr nice. Ja, welche Soßen haben wir denn hier, Digga? Boah, Soßen. Krass, aha. Also, Barbecue-mäßig. Also, das, ich sag mal so, das kennt man ja, ne? So, das bei diesen, das in dem, was die Veganer zum Beispiel immer umsetzen, zubereiten und so, das ist dann immer sehr speziell. Das sind so, die können einfach aus Brennnesseln irgendwas mega Leckeres machen, ne? So habe ich das Gefühl. Schmeckt Öl. Ja.
reicht. Hälfte, Hälfte, mein Freund. Junge, Hälfte, Hälfte. Also die Saucy Mosey. Barbecue, ne? Ich bin kein Barbecue-Fan, also schmeckt das nicht so. Doch, das schmeckt auch. Ja. Das ist so, ist nicht trocken, ist schon, auf, ist schon so auf. Ja? Nee, aber ehrlich, bei den Veganen ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, Digga, du kannst einfach aus so einem Haufen Brennnesseln, kannst du sowas Leckeres kreieren, das einfach mega geil schmeckt, Digga, so mit Soßen und so. Kennst du Nusret, der macht doch mal so. Tack. Bruder, mein Zahn ist was abgebrochen, Digga. Nee. Digga, so ein Knochen reingebissen. Aua, au, aua. Kameramann, Kamera. Wir müssen am Kameramann denken. Probier los. Man schmeckt das Fleisch raus, Bruder. Lecker? Geil, Junge. Aber geil, hier ist mal Real Talk, ne? Das schmeckt richtig saftig und fleischig, ne? Also kleine Insider-Info von Apo RED. Ich esse etwa einmal in der Woche Fleisch. Einmal. Ich bin schon so ein 90% Veganer vom Ding, ja? Wie oft isst du Fleisch? Erstmal Real Talk. Also, Fleisch esse ich nicht so oft, aber... Ich lutsch gern Fleisch. Das weiß ich aber jetzt essenstechnisch so? Ja, 50-50. 50-50, okay, ja. Okay, also ich muss schon sagen... Warte, Rindertartar probieren, Bro. Okay. Wow. Wow, Wühlmaus, lange Nase. Nein, Digga, das sieht aber nicht so deliziös aus. Jetzt im Mund auf. Und? Sagst du, Digga? Euer Junge, runterschlungen das gute Stück Fleisch. Wow, roh. Junge. Rein da, roh ist immer am besten. Oh, Digga. Hey, Junge, hör jetzt auf, Mann. Ja, also, hör auf damit, nimm hier, du hast den Wetten. Benimm dich mal hier, Digga. Alter. Hey, Leute, nichts für Ungezimmerleid, ne? Aber das ist doch roh. Oder das ist doch nicht mal richtig durch. Was ist das? Das ist roh, das isst man so, das Junge. Das isst man so? Ich könnte das niemals. Never ever. Also jetzt mal Real Talk, das schmeckt ja richtig Bombe, ne? Das schmeckt Bombe, kann man nichts sagen. Ne? Das schmeckt Bombe, da wird sogar ein Veganer sich da sabbern, ne? Aber das... Ich würde gerne mal einen Veganer hier einladen, Digga. Digga, also Einlass auf jeden Fall für den Cameraman übrig, ne? Garnelen ist natürlich wieder, wie sagt man so schön, Personal Präferenz, so, ne? Der eine mag's, der andere nicht. Ich persönlich muss sagen, ist kann man machen, ne? Lecker. Auch hier, schön Milchprodukt. Was haben wir hier, Leon? Kannst du mal bitte erklären hier? Ja, hier haben wir einmal Mozzarella. Es gibt einmal die normale Mozzarella, dann gibt es auch die Büffelmozzarella. Das ist halt nochmal der Ferrari unter den Mozzarellas. Oh, der Ferrari. Mhm. Ja? Lecker. Das ist so, der schmeckt schon ein bisschen extravaganter als normale Mozzarella, ne? Sehr lecker, Mann. Dankeschön. Also das ist wirklich, also kannst du mal erklären, was wir jetzt hier hatten? Wir hatten einmal Spaghetti und einmal Carpaccio. Carpaccio? Ja. Heißt es Carpaccio oder Carpaccio? Das war Vorspeiseplatte für euch beide, ne? Genau. Und die Sperbs, mit was für eine Soße sind die eingetaucht? Das muss die Kollegin gleich weitergeben. Passt. Auf jeden Fall muss ich einmal Feedback geben, ne? Sperbs, erste Sahne. Rindertartar hat er sehr gemocht. Ja? Rindertartar war sein Favorit. Das war mein Favorit, kann man schon so sagen. Sehr gut. Danke. Danke, mein Bester. Leon Mascher, Bewertung jetzt von diesem Essen? Also ich sag ehrlich, ich bin voll zufrieden, Mann. Absolut zufrieden. Also wenn ich jetzt die Sachen auch rausnehme, die jetzt mir nicht gefallen haben, also Tartar, Matar, diese Dingens da, also wenn ich jetzt nur das Fleisch hier bewerte, auch die Garnelen, das, was mir geschmeckt hat, ich muss sagen, jetzt Real Talk, ne? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt leckerer fand, ne? Aber ich fand beide auf ein same Level, so, ne? Oder würdest du sagen, das ist noch so ein Ticken besser? Irgendwie kann man das gar nicht vergleichen. Beides war speziell auf seine Art und Weise. Ja. Also das andere war mehr viel geschmacksintensiver, halt die veganische Küche. Ja. Und das ist halt so, das kennt man, ne? So ein bisschen Soßen, ja, gehören dazu, ich weiß. Aber ich muss sagen, sollen wir fair bleiben und Gleichstand machen, damit wir keinen diskriminieren und sagen, Veganer cool, Fleischesser cool. Oder ich bin ehrlich, mir hat beides sehr gut geschmeckt. Mir auch. Ne, als abgesehen von Tartarmops und Machtaros, rohes Fleischus, das hat mir nicht so gefallen. Aber der Rest, klasse. Super klasse, ey. Wirklich super lecker. Ich hab das voll unterschätzt. Ich bin eigentlich der Typ, der immer sagt so, ach, Steakos, Makos, bin ich raus, lieber Burgi. Ja. Aber so jetzt hier mit Barbecue, und diese, das war lecker, Digga. Das war super lecker. Also was ist deine Prognose? Komm. Meine Prognose. Kurz knackig, was? Gleichstand. 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 Veganer so cool, Fleischesser sind auch cool. Es gibt wirklich geile Restaurants, wirklich geil. Kann vegan, vegetarisch, Fleischhaus, alles. Es also hätte ich nicht gedacht, ne, dass es so lecker schmeckt. Es kommt auf das Restaurant an, ne? Die haben alle geil zubereitet, also richtig Baba. Ja, Digga, das war's auf jeden Fall mit dem Video, Leute. Wenn ihr mehr Essvideos sehen wollt, checkt das auf jeden Fall ab, gebt dem Video einen saftigen Daumen hoch. Wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, Freunde, wir haben noch eins auf seinem Kanal gedreht. Der Link ist oben in der Beschreibung. Ich sag's euch, Freunde. Haben wir auch was Lustiges gedreht. Schock aber auf jeden Fall schön ApoLD-Kanal abonnieren, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal.